herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Damit herzlich willkommen zu DAS. Natürlich haben wir auch einen Gast und extra eingeflogen aus New York. Finanzexpertin und Bestsellerautorin Sandra Navidi, eine Insiderin der Hochfinanzwelt. Schönen guten Abend, toll, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Schneider, ich freue mich, hier zu sein. Das ist natürlich jetzt ein besonderer Moment für uns, so kurz nach dem WM aus. Haben Sie so ein bisschen was gucken können oder ein Gefühl dazu? Ich habe leider wegen der Reise nicht schauen können, aber natürlich halte ich mit Deutschland. Es tut mir sehr leid, dass wir verloren haben. Ja, weil was hat man überhaupt mitgekriegt jetzt in New York? Wie ist da die Euphorie, die WM-Begeisterung? Es ist schon große Euphorie und wenn man irgendwo ein großes, lautes Schreien hört, wenn man unterwegs ist, dann weiß man, da wurde Fußball geguckt und ein Tor geschossen. Das ist also anders gekommen, als wir gehofft haben und auch erwartet haben, muss man ja ganz ehrlich sagen. Sandra Navidi, schon bei dem kleinen Porträt schießen mir 1000 Fragen in den Kopf. Ich fange aber jetzt mal bei den Basics an. Finanzexpertin, was genau heißt das? Ich bin von Haus aus Rechtsanwältin, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Aber ich habe mein ganzes Leben in der Finanzwelt gearbeitet. Angefangen habe ich als Beraterin in Düsseldorf bei Deloitte. Bin dann zu einem Kunden nach New York gegangen, war dort Inhouse-Juristin sozusagen. Habe dann ins Investmentbanking gewechselt und zum Schluss in die makroökonomische Beratung. Habe also die Finanzwelt aus allen verschiedenen Ebenen betrachten können und so mir einen Gesamtzusammenhang erschließen können. Also Sie sind ganz dicht dran an der Wall Street, aber Sie handeln nicht mit Aktien? Nein. Ich habe nie Geld verwaltet für andere Leute, ich habe nie gehandelt. Müssen Sie trotzdem immer Tipps geben, so wie Ärzte immer bei Wehwehchen sagen müssen, woran es liegen könnte? Ja, ich werde immer gefragt. Ich sage, dass ich eigentlich dazu keine Auskunft geben möchte. Das ist auch nicht meine Stärke. Meine Stärke ist eher so, die Wirtschaft zu erklären, die Finanzwelt. Und da als Grundlage, das brauchen Finanzverwalter, um sich ein Bild machen zu können. Und sie bauen dann ihre Entscheidungen darauf auf. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus? Morgens als erstes, nach einem kräftigen Frühstück, beschäftige ich mich mit den Neuigkeiten des Tages aus der ganzen Welt, aus allen verschiedenen, zunächst Zeitungen zum Beispiel, internationalen auch, und dann mit Recherche von wissenschaftlichen Veröffentlichungen bis von Zentralbankpapieren, alles Mögliche. Also das relativ ausführlich. Dann als Nächstem widme ich mich der Kommunikation, weil ich auch viel mit Europa arbeite und mit Asien. Das wird also, versuche ich aus dem Weg zu räumen. Am Nachmittag kommt dann mehr Schreibtischarbeit auf mich zu. Ich schreibe auch gerade an meinem zweiten Buch. Und dann natürlich zwischendurch auch immer Kundentreffen, weil ich auch in der Netzwerkpflege tätig bin. Also das gehört für mich dazu, im Alltag in New York auch immer wieder Leute zu treffen. Leute treffen, nicht nur irgendwelche, sondern die Mächtigen, die Wichtigen, das gehört auch zu Ihrem Job. Wir haben einige Fotos von Ihnen, da sieht man Sie mit Bill Clinton zum Beispiel oder mit der früheren Außenministerin Madeleine Albright. Noch andere Fotos hier von Kanzler oder Ex-Kanzler Gerhard Schröder, Börsenlegende Soros, einer der reichsten Männer der Welt, ja, seit er Anfang der 90er auf die Abwertung des britischen Pfunds gewettet hatte. Woher kennen Sie die alle? Ja, ich bin da so reingekommen, als ich nach New York gezogen bin, kannte ich praktisch niemanden. Das heißt, ich musste mich sehr auf die Hinterbeine setzen, um Kontakte zu knüpfen. Ich hatte keine Freunde, keine Familie dort. Habe die ersten Kontakte über den Beruf geknüpft und habe mich dann auch wirklich angestrengt, neue Leute kennenzulernen. Und da muss man netzwerken und ja, so habe ich die Leute dann kennengelernt. Aber was heißt genau netzwerken? Was machen Sie, wenn Sie Soros kennenlernen wollen? So ganz gezielt kann man das natürlich schwer angehen. Das ergibt sich auch immer ein bisschen. Aber ich sage, Netzwerkpflege ist immer eine Mischung aus strategischem Vorgehen und auch immer etwas Raum zu lassen für den Zufall. Und im Grunde genommen ist das für allen wichtig, das ist für jeden wichtig. Das ist wichtig für den Bäcker oder den Handwerker in der Kleinstadt, genauso wie für den Manager in der mittleren Stadt oder eben für die Menschen ganz an der Spitze. Im Wesentlichen, das habe ich auch mal im Buch dargestellt, reduziert sich doch alles immer wieder auf menschliche Beziehungen, insbesondere auch in unserer hochtechnisierten Welt, denn da werden eigentlich menschliche Kontakte rarer und damit auch noch wertvoller. Ihr Buch ist ein Bestseller in den USA. In allen wichtigen Wirtschaftsmagazinen wird es empfohlen, weil es ja ein Insiderbericht ist, kann man sagen, in diese Welt der Superreichen. Man begreift danach gut, warum die Netzwerken, wie die Netzwerken, wie die ticken. Reden wir gleich drüber. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem, der all das, was ihre Welt ausmacht, komplett ablehnt. So etwas wie das Gegenmodell zu einem Finanzinvestor. Sascha Hennen hat versucht, ihn zu treffen. Ihn zu finden, ist schwierig. Eine Adresse hat er nicht. Irgendwo hier im Unterholz soll er heute sein. Wir treffen Waldmensch FF. Der mit den Tieren hier vor allem eines gemeinsam hat. Er fasst kein Geld an. Seit mehr als 30 Jahren.
Weil Geld die Verstärkerdroge ist für dieses unmittelbare kleinliche Rechnen. Was kriege ich direkt zurück? Das Geld ist das Tauschmittel, was diesen Ablauf als Werkzeug geschehen lässt, fördert und hochpotenziert. Geld ist die schlimmste Droge der Menschheit. Öff ist studierter Theologe, eine Art Wanderprediger. Und er geht mit seiner Botschaft unter die Leute. Öff lebt von dem, was ihm Menschen schenken. Und er schenkt zurück, zum Beispiel seine Gedanken. Nicht immer klappt der Deal. Na ja, ist halt was Alternatives, ne? Wäre jetzt nicht so mein Lebensstil, ganz ehrlich, aber muss ja auch nicht für jeden das sein, ne? Man kann es auch mal ausprobieren, ne? Also ja. Wahrscheinlich begeistert das dann so, dass ich es gar nicht mehr aufhören wollte. Überhaupt nicht begeistert. Wenn du da Anhänger findest oder was, mach dein Ding, ne? Rückblick. Bereits vor 11 Jahren treffen wir Öff in Dagelütz in Mecklenburg. Da bin ich mal wieder. Ein paar Erdbeeren. Aha. Die sind auch nicht mehr die besten, aber die kann ich dir auch noch mitgeben. Fein. Klasse. Ja, Bruno ist echt auch ein Schatz. Mhm. Hier lebt Öff in einer Art WG mit Gleichgesinnten, den Schenkern. Im Haus der Gastfreundschaft. Alle hier leben von Schenken und Schenken lassen. Denn Geld und Luxus erfüllt für Schenker nur einen Zweck. Ich rackere mich tot für Sachen, die ich haben möchte, um Leute damit zu beeindrucken, die ich nicht leiden kann. Seine Philosophie hat über die Jahre Früchte getragen, wie hier in Marburg. Seine Anregungen im Stadtbild längst etabliert. Was schenken uns Leute hier auf der Straße oder wenn wir in Marburg sind? Ein schöner Zug ist, dass es hier wirklich diese Tradition gibt, dass Leute Popkartons hier hinstellen an die Straßenecken und dass da sogar draufsteht, zu verschenken. Es ist fast ein bisschen unheimlich. In der Studentenstadt scheint Öff eine Art Guru zu sein. Überall, fast an jeder Ecke, finden wir Spuren seines Wirkens. Ein Trödelladen, aber eben auch mit einer Schenkerecke. Auch dieser Ort geht auf Öff zurück. Eine Schenkerkneipe. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Schenke. Die Regeln sind einfach. Alles, was hier über den Tresen geht, ist umsonst. Wer hier Gast ist, kann das geben, was er möchte. Wirt Hannes will kein Geld für irgendwas. Höchstens eine Spende, um Strom und Miete zahlen zu können. Ihr könnt hier sein, weil vor euch andere Menschen etwas geschenkt haben. Eine persönliche Entwicklung, dass ich einfach sehr erfolgreich mit 31 eine Disco und eine Kneipe hatte und gemerkt habe, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Also ich will irgendwie schon Spuren in der Welt hinterlassen. Ja. Und deswegen habe ich meine Ziele ganz anders ausgerichtet. Bevor Öff in den Wald zurückkehrt, kümmert er sich noch um das Abendbrot. Aber nicht im, sondern hinterm Supermarkt. Auf den zweiten Blick noch alles in Ordnung. Dass es ihm ganz ohne Geld an irgendetwas mangeln könnte, das hat Öff noch nie verspürt. Und diesen Gedanken an viele Menschen weitergegeben. Eine Welt, in der mal nicht das Geld regiert. Können Sie die nachvollziehen? Ja, ich finde, Öff hat einen sehr guten Punkt. Das ist natürlich das andere Extrem von der Finanzwelt. Aber ich hinterfrage diese Welt ja auch in meinem Buch. Und durchaus kritisch. Denn ich frage auch danach, wohin soll das führen? Letztendlich, unser ganzes Leben basiert auf der Finanzwelt. Alles, was wir tun, dem liegt unser Finanzsystem zugrunde. Jedes Handeln, was wir betreiben. Und das basiert wiederum auf Wachstum. Und da stellt sich die Frage, wie weit kann unsere Wirtschaft noch weiter wachsen, weltweit, bevor dieses Wachstum irgendwann erschöpft ist und auch vor die Wand fährt. Wir sehen gerade im Moment große Verwerfungen. Auch geopolitisch. Und ja, das ist ein interessanter Gegenentwurf. Trotzdem, wie wichtig ist Ihnen persönlich Geld? Geld ist mir nicht so wichtig. Das hat mich nie persönlich getrieben, auch im Beruf. Mir wurde gerade für ein anderes Interview gesagt, ob ich ein anderes Kleid anziehen könnte. Das hat man schon mal gesehen. Und dann sage ich, das ist mir eigentlich wurscht. Also ich bin nicht so materialistisch, würde ich selbst sagen. Aber Sie sind trotzdem sehr elegant. Das heißt nicht, dass es teuer war. Nee, das stimmt. Und ist auch schon älter. Wenn Sie jetzt an Ihre Kindheit zurückdenken, was hat Sie dort ja vor allem beschäftigt? Was waren Sie für ein Kind? Waren Sie besonders ehrgeizig? Wollten Sie da raus, wo Sie herkommen? Was hat Sie getrieben dort? Ich war mal sehr neugierig und sehr abenteuerlustig. Mich hat es immer in die weite Welt hinausgetrieben und ich wollte immer neue Dinge lernen. Vielleicht auch, weil mein Vater kommt aus dem Iran. Da hat man eine Weitwinkelperspektive direkt, wenn man aufwächst, auf andere Kulturen. Wir sind auch immer viel gereist. Also das hat mich immer getrieben. Waren Sie ehrgeizig? Ehrgeizig vielleicht als Teenager, weil ich gesehen habe, dass schulischer Erfolg auch das Ticket ist, um hinauszukommen in die Welt. Die Welt war ja auch schon so ein bisschen in Ihrer Heimat. Da waren britische Soldaten, glaube ich, stationiert. Und mit denen hatten Sie schon recht früh Kontakt, um die Sprache zu lernen, ne?
Ja, also ich war vielleicht mal ein bisschen anders. Ich komme aus Mönchengladbach und da gibt es nicht so wahnsinnig viel, was man machen kann, wo man seine Abenteuerlust ausleben kann. Und bei uns war eben das Hauptquartier der britischen Soldaten. Es war wie eine kleine Stadt. Also wenn man reinfuhr mit dem Fahrrad 15 Minuten von dort, wo ich wohnte, dann sah alles direkt ganz anders aus. Die Häuser, die Menschen, die sprachen Englisch und das war natürlich wahnsinnig interessant. Damals, ich bin aufgewachsen im Kalten Krieg sozusagen und das war eben auch politisch sehr interessant. Und ich habe mit Latein angefangen mit 10. Das heißt, habe erst mit 13 Englisch bekommen und war dann auch dadurch gezwungen, mein Englisch zu verbessern. Mhm. Das hat alles viel Spaß gemacht. Sie haben sich dann für das Studium Jura entschieden. Warum? Mhm. Was wollten Sie damit werden? Ich habe gedacht, damit kann ich mir einiges offen halten, damit kann ich auch in die Geschäftswelt. Was ein bisschen kurzfristig gegriffen war, ist, dass man mit Jura sehr an sein Heimatland gebunden ist. Das deutsche Rechtssystem ist ja spezifisch dann eben auf Deutschland gemünzt. Deswegen habe ich dann später noch einen Master of Law in Amerika drangehangen und die amerikanische Rechtsanwaltszulassung erlangt. Das hat natürlich alles etwas länger gedauert und mehr Zeit und Geld gekostet. Aber hatten Sie durch diesen Amerika-Aufenthalt schon das Gefühl, hier will ich mal leben? Ja, genau. Also ich war zwischenzeitlich immer mal wieder in Amerika, habe dort auch kurzzeitig mal gelebt, bin dann aber aus privaten Gründen immer zurückgekommen nach Deutschland und hatte aber die Sehnsucht nach Amerika. Und wie sind Sie dann tatsächlich dorthin gekommen? Denn gerade New York ist ja ein sehr teures Pflaster. Ja, ich habe mich beworben für diesen Master of Law an einer Universität in New York, bin dann aber aus privaten Gründen wieder zurückgekommen. Nachdem ich 2 Monate in Düsseldorf gearbeitet habe bei einer Beratungsfirma, habe ich dann ein Abwerbeangebot bekommen von einem Kunden. Mhm. Das ist mir sozusagen in den Schoß gefallen. Ich hatte diesen Kunden noch nie persönlich getroffen. Habe an großen Transaktionen gearbeitet, wo man viel übers Telefon macht und damals auch schon per E-Mail. Und dann habe ich gedacht, okay, das wollen so viele haben und dir ist das in den Schoß gefallen. Das ist die letzte Möglichkeit, die letzte Chance. Und ich war in Deutschland schon gut etabliert und auch persönlich gebunden. Das war eine schwierige Entscheidung, weil als ich nach New York gegangen bin, musste ich dann praktisch noch mal ganz von vorne anfangen. Aber ich habe das Risiko genommen. Es war nicht immer leicht, vor allen Dingen, als ich ankam, kurz danach passierte der 11. September. Aber es war immer eine spannende Zeit. Ja, Sie sind tatsächlich, glaube ich, im Juni gekommen. Dann stürzten 3 Monate später die Türme ein. Wie haben Sie das erlebt? Das war traumatisch, das war natürlich erstmal abstrakt. Ich war mit Deutschland am Telefon, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und wir waren alle völlig vor den Kopf gestoßen und man musste die nächsten Tage danach erstmal funktionieren. Man kann das ja gar nicht so verarbeiten in dem Moment. Und das realisiert man eigentlich dann erst Monate später. Und gerade auch die Stadt New York war eine völlig andere, völlig verstaubt, verdreckt. Man sah das ja noch ganz lange. Ein Jahr später hat, glaube ich, noch Ground Zero gelodert, immer noch geschmort, das Gummi, der Stahl. War das dann ein anderes Land, eine andere Stadt? Und ist es seitdem anders? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, wo ich wohne. Das war wie in einem Horrorfilm. Da konnte man dann stundenlang oder tagelang fuhren da Bagger, alles die gleichen, einer nach dem anderen, diese Straße runter, so wie kleine Roboter. Also man konnte was es gebraucht hat, um das alles aufzuräumen, man konnte das eigentlich gar nicht fassen. Die Stadt war sehr traumatisiert, die Menschen waren alle ja so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber es war ein bisschen ein Überlebensmodus, weil man ja auch nicht wusste, was kommt danach, kommen jetzt noch mehr Attacken? Dann gab es ja auch politische Maßnahmen, Abhörmaßnahmen, alles Mögliche. Also es war schon schlimm. Trotzdem, Sie sind geblieben und machen dort einen sehr erfolgreichen Weg und Job und über den reden wir gleich noch. Und wir sind in New York, im Central Park, in Ihrem Zuhause. Fühlen Sie sich jetzt auch ein bisschen zu Hause? Ja, es ist ganz toll. Ich bekomme schon Heimweh. Das ist mein Lieblingsplatz, der Bethesda Fountain. Das ist so mittendrin oder wo ist das? Genau, das ist im Zentrum vom Central Park, umgeben von Grün. Und da bin ich schon immer hingegangen, auch als ich anfangs nach New York gekommen bin. Da habe ich viele persönliche Begegnungen auch gehabt und auch Teile meines Buches geschrieben. Es wirkt ja jetzt so unglaublich ruhig, aber wir wissen ja, was für eine laute, hektische und auch stressige Stadt New York ist. Eine Stadt, die niemals schläft. Wie empfinden Sie das? Zu diesem Platz muss man kommen morgens früh, wenn die New Yorker, die in der Nähe vom Park wohnen, ihre Hunde ausführen oder joggen gehen. Mittags wird es dann voller. Ja, New York ist eine sehr laute, stressige Stadt, aber wenn man sie gut kennt und wenn man einigermaßen unabhängig ist, dann kann man sich Freiräume schaffen, wo man auch ein bisschen Ruhe hat, weil sonst wäre es mir auch zu stressig. Wie oft sind Sie tatsächlich an der Wall Street? Ein paar Mal in der Woche. Und das ist ja eben das Zentrum der Finanzwelt. Wenn man dort nicht selbst handelt, dann legt man da vielleicht Geld an. Die ganzen Superreichen, die Sie auch treffen, handeln ja irgendwie indirekt vielleicht auch mit der Börse. Und Sie haben ein Buch geschrieben über die Superhubs, die Finanzwelt und wie die netzwerkt. Was sind genau diese Superhubs?
Ich erkläre die Finanzwelt anhand von Netzwerken, weil alles in dieser Welt besteht aus Netzwerken. Wir selbst, unsere Zellen, unser Gehirn, ein Ameisenhaufen, so auch die Finanzwelt. Und alles, wir sind auch Noden in einem sozialen System. Und die Noden, also die Knotenpunkte, die im Zentrum sind, die mit allem verbunden sind, das sind menschliche Superhubs. Das ist kein Begriff, den ich erfunden habe. Der kommt aus der Netzwerkwissenschaft. Und ich habe das als Gerüst benutzt, um dieses etwas abstrakte Gebilde besser erklären zu können. Und was heißt jetzt genau die Netzwerken? Wie machen die das? Diese menschlichen Superhubs, also menschlichen Knotenpunkte, sind eben so gut vernetzt, weil sie besonders viel Mühen und Zeit darauf verwenden, menschliche Beziehungen zu knüpfen. Und das ist mir eben aufgefallen bei meiner Tätigkeit, wo ich auch sehr viel reise auf große internationale Konferenzen, ob das jetzt von Zentralbankkonferenzen sind oder das Weltwirtschaftsforum in Davos. Da sind immer eine ähnliche Konstellation von den gleichen Leuten über Jahre, die kennen sich seit Jahrzehnten. Wenn man sie im Fernsehen sieht, dann realisiert man das nicht unbedingt. Das sind nicht nur immer geschäftliche oder politische Beziehungen, das sind auch oft sehr persönliche Beziehungen, weil sich das persönliche und Privatleben überlappt. Und diese Entscheidungen einiger weniger treffen oder wirken sich auf das Leben von uns allen. Und die haben sehr große Tragweite. Zum Beispiel, wenn wir an Mario Draghi nehmen, was er für Entscheidungen fällt bei der Europäischen Zentralbank, hat dann direkt Auswirkungen auf die Kosten unserer Hypothek, auf den Wert unseres Geldes. Also im Grunde ist es so eine Machtklicke. Die treffen sich untereinander. Wie groß ist diese Clique, dieses Netzwerk oder diese Netzwerke? Das kommt darauf an, wie man das definiert. Es gibt keine genaue Wissenschaft, aber ich würde sagen, im Wesentlichen ein paar hundert Leute jetzt in der Finanzwelt. Und wie kommen Sie da rein oder gehören Sie dazu zum Teil? Ich würde mich nicht als Superhub beschreiben. Ich bin keiner von Ihnen, ich bin kein Milliardär, ich habe kein großes Amt. Ich bin Beraterin, aber ich arbeite mit Ihnen, ich kenne Sie gut, ich kenne Sie auch zum Teil persönlich sehr gut und kann mir schon ein gutes Urteil verschaffen, habe so viel Zugang, dass Sie mir Auskunft geben und Einblicke gewähren. Und ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass das Buch kein Enthüllungsbuch ist, es ist kein Bank-Bashing-Book, damit die Leute nicht enttäuscht sind, wenn sie das lesen. Ich habe nur versucht, die Finanzwelt, so gut ich das kann, zu erklären und relativ neutral. Natürlich ist es durch meine Brille, also natürlich ist es etwas subjektiv, aber ich habe schon versucht, ehrlich daran zu gehen. Ja, und Sie sind ja auch wirklich nah dran. Wir haben ja vorhin gezeigt, mit wie viel Politikern zum Beispiel Sie schon im Kontakt waren. Und Sie waren, glaube ich, auch bei George Soros auf der Hochzeit privat eingeladen in New York. Und das sind ja schon so wahrscheinlich sehr begehrte Tickets in diese Welt. Genau, und die kann man sich nicht erkaufen. Darum sind Beziehungen auch so wertvoll, weil die brauchen sehr lange Zeit. Man muss sehr viel Mühe investieren, vor allen Dingen ganz am Anfang. Und deswegen, das kann man nicht delegieren, das kann man nicht outsourcen. Und deswegen verwenden diese Menschen, die so wenig Zeit haben, auch so viel Mühen darauf. Wie sind die überhaupt geworden, was sie sind? Haben Sie festgestellt, dass es vielleicht Charaktermerkmale oder Eigenschaften gibt, die allen gemein sind, die so erfolgreich sind und so viel Macht haben? Ja, die meisten davon sind ja nun mal Männer. Also das liegt daran, dass die Finanzwelt eine sehr aggressive, testosterongesteuerte Welt ist. Viele Frauen ziehen sich freiwillig zurück, weil ihnen das einfach zu grob ist, das Klima, und zu rau. Aber oft kommen sie auch gar nicht weiter, weil die Männer halt in Netzwerken operieren, diese Seilschaften, die Frauen so nicht haben, in die Frauen so nicht reinkommen. Sie haben nicht die gleichen Informations- und Machtkanäle, wie die Männer das haben. Und deswegen fallen sie irgendwann raus. Sie kommen dann nicht mehr weiter. Männer arbeiten am liebsten mit anderen Männern, die so ticken wie sie. Nun sind Sie eine sehr auffällig attraktive Frau. Wie waren die Reaktionen zu Beginn, als Sie in diese Männerwelt, die Sie gerade beschrieben haben, kamen? Ja, das ist schon schwierig. Also ich glaube, am einfachsten hat man es, wenn man sich anpasst, weil alles, was raussticht, ist erstmal, wird kritisch beäugt. Auf der anderen Seite kann es natürlich ein Vorteil sein. Man bleibt in Erinnerung. Das kann auch schon mal Türen öffnen oder guten Willen erzeugen. Also es ist eine Mischkalkulation, aber ich würde sagen, im Grunde genommen, unterm Strich ist es doch eher negativ, weil wenn es nicht so wäre, würde man doch sicherlich mehr Frauen auch in Führungsetagen sehen. Nun gibt es in den USA einen Präsidenten Donald Trump, der für viel Aufregung und Aufsehen sorgt, immer wieder, auch mit seinen ganzen Tweets. Er lebt ja in ihrer Stadt, privat zumindest. Melania ist, glaube ich, öfter da als er noch in New York. Können wir gleich noch mal drüber sprechen. Und man fragt sich ja immer so ein bisschen, was will Donald Trump eigentlich? Lässt sich das alles, was er da macht, erklären? Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear, wird im Januar 2017 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Seitdem rätselt die Welt, was will dieser Mann eigentlich? Was genau geht in ihm vor? Zeit einmal hinter seine fesche Föhnfrisur zu blicken. Wir präsentieren das Rezept für einen echten Trump. Zutat 1,
Nicht Hirn, sondern eine kräftige Portion Pranke. Diplomatie ist ja eine feine Sache. Viel lächeln, Reden schwingen, doch das Wichtigste, Hände schütteln. So lange, bis der andere erschöpft aufgibt. Thank you, everybody. Und weil der Donald den französischen Präsidenten noch lieber hat als den aus Japan, bekommt er gleich ganz viel davon. Natürlich nur, wenn der Trump will. Und bei der hier? Sich zu unterhalten. Lieber Hände weg, bevor die noch was will. Zutat 2. Nicht so genau hingucken. Hauptsache, es schmeckt. Schon zu Beginn, die meistbesuchte Amtseinführung aller Zeiten, lässt Trump verlauten. This was the largest audience to ever witness an inauguration. Du, nur dieser klitzekleine Fotovergleich. Beim Vorgänger Obama waren es irgendwie mehr Leute. Genau wie diese Sache mit gestern Nacht. Da war doch was in Schweden. What's happening last night in Sweden? Ja, Sweden. Was denn? Who would believe this? Sweden. Nur weiß in Schweden selbst niemand so richtig, was der damit meint. Ah, schwamm drüber. You are fake. Zutat 3. Eine ordentliche Prise Selbstbewusstsein. Nach außen gilt America first. America first. Oder sollen wir lieber sagen Donald first? Weg mit dem Montenegros. Wie heißt der nochmal? Und nur, falls jemand zweifelt. Nobody can do it like me. Nobody. The greatest. Nobody stronger than me. So true. Nobody builds walls better than me. Schritt 4. Alles ordentlich vermengen. Mal gucken, was bei rauskommt. And we will build the wall. That I can tell you. Das ist ja noch gar keine neue Mauer. Das ist ja noch der alte Wellblechzaun. By the way, the wall is happening, folks, okay? Believe me. Na, wenigstens Musterstücke gibt es. Den Rest wollen die doofen Mexikaner einfach nicht bezahlen. Und der hier? Mit dem treffe ich mich. Ach nee, doch nicht. Nee, doch. Ist der süß. Letzte Zutat, Tweet. Nein, nicht den Tweet. Den Tweet. Alles verrühren und in 240 Zeichen pressen. Morgens, mittags, abends einen schönen Tweet absetzen. So lassen sich wunderbar Mitarbeiter feuern. Oder Raketen gen Syrien schicken. Auch fast mal so zum Ausprobieren einen Atomkrieg anzetteln. Tada! Na, haben Sie den Trump jetzt endlich verstanden? Was? Sie sind nicht schlauer geworden? Naja, vielleicht bringt ja unser Gast endlich Licht ins Dunkel. Ja, vielleicht, Sandra. Bringen Sie Licht ins Dunkel. Können Sie ihn verstehen? Ja, ich denke, mittlerweile erschließt sich sein Vorhaben doch recht deutlich. Wobei ich anmerken möchte, dass ich es von Anfang an gesagt habe. Er strebt eine autokratische Alleinherrschaft an, die de facto er in Teilen schon durchsetzt. Also ähnlich wie zum Beispiel ein Erdogan in der Türkei oder sein Lieblingsfreund Putin in Russland. Den er jetzt ja auch treffen will, ist heute gerade von ihm gekommen. Oder die Verlautbarung, dass man sich vielleicht beim NATO-Gipfel im Juli treffen will, direkt mit Putin. Haben Sie ihn schon mal persönlich getroffen, kennengelernt oder in seiner Nähe gewesen? Ja, ich habe ihn über die Jahre in New York erlebt, auf dem gesellschaftlichen Parkett, im Vorbeigehen. Also man hat sich schon begrüßt, würde sich wahrscheinlich an meinen Namen erinnern. Aber ich kenne ihn jetzt nicht näher, aber man hat ihn regelmäßig erlebt. Ich hatte auch Dinner mit seinem Sohn und dem ehemaligen Präsidenten von Georgien. Wie das in New York halt so üblich ist, ich habe mir nichts dabei gedacht, groß. Aber er war im persönlichen Umgang durchaus charmant. Er hat in New York allerdings, das muss man auch sagen, weil ich über die Superhubs, also die wirklich reichen und einflussreichen Menschen schreibe, hat er nicht wirklich dazugehört. Sie haben ihn nicht ganz ernst genommen. Er war ja immer schon damals auch großer Fernsehstar. Und da war er ein gern gesehener Gast. Ich sag mal so wie ein Dieter Bohlen halt. Er war amüsant und war gern gesehen. Und man macht auch vielleicht in ähnlichen Orten Urlaub. Aber dass er Präsident werden würde, hat niemand glauben können. Und dass er dann auch sich zu so einem, ich sag jetzt mal ganz locker, Ekelpaket entwickeln würde, hat man vielleicht auch nicht unbedingt gedacht. Aber jetzt denken ja einige, dass er sogar vielleicht eine zweite Amtszeit schaffen könnte, wenn er so weitermacht. Man soll sich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich gehe immer noch davon aus, dass er die erste Amtszeit möglicherweise nicht beenden wird. Denn er hat so viele
Dinge begangen, also die schon relativ deutlich sich abzeichnen. Und da ist einfach so viel in der Pipeline. Selbst wenn er den Sonderermittler Müller feuern würde, da stehen ja ganze Apparate dahinter, das Justizministerium, das FBI, CIA, das Geheimdienst, die Geheimdienste haben Materialien, auch ausländische, die das zugespielt haben, den Amerikanern. Also da ist sehr viel. Man weiß nur nicht, wie Donald Trump sich wehren wird, wenn mehr an die Oberfläche kommen wird, ob er einen Krieg irgendwo anzettelt. Also er ist ja extrem autoritär. Ja, und das beunruhigt ja auch. Und natürlich sind auch wir hier beunruhigt, gerade im Norden, wo ja unheimlich viele auch in der Automobilbranche arbeiten. Seine Ankündigung, 20% Strafzölle, eben kommt hier gar nicht gut an. Wie ernst muss man ihn nehmen und wie unsicher sind dadurch die Arbeitsplätze hier? Das ist eine sehr ernsthafte Bedrohung, eine absolut unnötige Maßnahme. Es war von Anfang an sehr klar, sie haben keinen ernstzunehmenden Ökonomen gefunden, der das unterschrieben hätte. Wir haben das in der Geschichte schon mehrmals gesehen. Das ist noch nie gut gegangen, Handelskriege. Es gibt kein Gegenbeispiel. Und er sieht es ja jetzt, es war ja klar, was soll zum Beispiel Deutschland machen, wenn Zölle erhoben werden gegen Deutschland? Muss Deutschland sich wehren? Und das wird dann, im Grunde genommen sind Zölle Steuern für die einheimischen Bürger, also für die Amerikaner selbst, aber zum Beispiel auch für die Deutschen wird das Auswirkungen haben im Blick auf Arbeitsplätze, sagen wir mal Norddeutschland, siehe VW zum Beispiel, wenn dann VW weniger importieren kann in die Vereinigten Staaten, weil es einfach zu teuer wird und sich nicht rechnet oder einfach, weil sie nicht zum Beispiel keine Expansion planen, keine Vergrößerung, keine größeren Verkäufe, weil es einfach sehr unsicher ist, dann werden sie zum Beispiel nicht mehr Leute einstellen oder möglicherweise auch Leute entlassen müssen. Sie haben ja sehr gute Kontakte, habe ich mir sagen lassen, ins Weiße Haus. Gehen die direkt irgendwie über sein Umfeld oder welche Spione sind da, die Ihnen ab und zu was flüstern? Das sind Leute, die zum Teil eher am Anfang in seinem Weißen Haus mit waren, drin waren oder Berater waren und das mittlerweile vielleicht nicht mehr offiziell sind, aber noch regelmäßig mit ihm telefonieren. Das sind auch noch andere Kontakte auf anderen Ebenen. Also von daher, wenn man von jedem etwas hört, dann kann man ein relativ gutes Gesamtbild sich zusammensetzen. Und was sehr beunruhigend ist, ist, dass innerhalb des Weißen Hauses, es gab ja sehr viel Turnover, also sehr viele Leute werden immer noch ständig gefeuert. Das führt zu Instabilität und Unsicherheit, auch im Hinblick auf seine Politik. Und dass die Leute sehr zerstritten sind. Also zum Beispiel seine Wirtschaftsleute. Die überwiegende Fraktion ist seiner Meinung für Handelskrieg sozusagen und dann andere wie der Finanzminister Mnuchin ist dagegen. Das führt dann dazu, dass sie sich in China in der Öffentlichkeit angeschrien haben und Schimpfworte an den Kopf geworfen haben. Also es ist wirklich allerunterste Schublade. Man könnte es nicht erfinden. Wir sind hier im Fernsehen, wenn jemand ein Drehbuch schreiben würde, würde man sagen, das ist nicht glaubhaft. Aber wenn jetzt Firmen, Unternehmensbosse Sie anrufen und eine Einschätzung wollen, dann sind das die Informationen, die Sie haben und aus denen heraus Sie für speziell ein Unternehmen, das vielleicht Sie als Kunde anfragt, eine Strategie entwickeln? Ja, also ich würde das so darstellen, anhand von persönlichen Informationen und anderen, die ich aus der mehr theoretischen wissenschaftlichen Recherche nehme, alles ein Gesamtbild erstellen. Bisher war meine Einschätzung relativ zutreffend, weil viele ja auch gesagt haben, ich weiß zwar nicht, woher sie den Optimismus genommen haben, das wird alles nicht so schlimm, wenn er einmal im Amt ist, dann wird sich das bessern. Aber wenn man etwas tiefer greift, und es war eigentlich auch alles schon bekannt, sein Geschäftsgebaren in New York in den letzten Jahrzehnten, er war ein Hochstapler, er war jemand, der nie seine Rechnungen bezahlt hat, sein Geschäftsmodell waren Pleiten und meine größte Sorge ist jetzt, dass er das Land in die Pleite treibt. Denn wir haben jetzt das größte Defizit jetzt schon seit dem Zweiten Weltkrieg, das sich drastisch erhöhen wird. Und was hat er dann privat immer gemacht? Er ist in eine Pleite geschlittert. Das heißt, es könnte möglicherweise dazu kommen, dass er den Gläubigern Amerikas, zum Beispiel den Chinesen, sagt, wir zahlen euch jetzt nicht die Schulden voll zurück, da müsst ihr eben was abschreiben. Und das würde das gesamte weltweite Finanzsystem in ein Chaos bringen und damit dann auch die Wirtschaft, weil die Finanzwirtschaft greift, hat schon einen Rückkopplungseffekt dann auch auf die Realwirtschaft. Das sind aber jetzt keine guten Aussichten. Man muss es im Auge behalten. Ja. Das heißt nicht, dass es passiert. Donald Trump schwenkt ja auch schon mal um. Ja. Aber es ist jedenfalls, viele Dinge, die man vorher als völlig abstrus betrachtet hat, haben sich doch als wahr erwiesen unter Donald Trump. Dass er überhaupt Präsident geworden ist, hätte nicht jeder gedacht. Aber einer, der auch in die USA möchte, nach New York, da war er zumindest jetzt auch schon mal, auf Einladung sogar, ist ein bemerkenswerter Schüler aus Osnabrück, von dem wir mit Sicherheit noch viel hören werden. Multimedia-Journalist Henning beim Ortstermin auf Schloss Ippenburg. Welche Motivation steckt dahinter, dieses Festival jedes Jahr zu veranstalten? Noch gestern war der 16-Jährige in New York unterwegs. Dort interessiert man sich für seine Arbeit, denn er ist richtig gut. Der Schüler führt sein eigenes Online-Nachrichtenportal, ist international gefragt. Das sehen ihm viele auf den ersten Blick nicht an.
Am Anfang war es schon extrem. Da haben dann die Pressesprecher gefragt, von welchem Sender bist du denn der Praktikant? Doch er ist der Chef von Osna Live. So heißt sein Nachrichtenportal. Es bietet aktuelle Infos und Berichte rund um die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Die Idee entsteht vergangenes Jahr während eines Schulprojekts. Ich dachte mir, wie kann man junge Leute erreichen mit Nachrichten? Und da wir in Osnabrück ein großes Monopolunternehmen haben, einen großen Verlag mit einer großen Zeitung, die natürlich etwas kostet, da dachte ich mir, das muss es auch kostenfrei geben. Englischstunde, normaler Schulalltag für Henning. Osna Live entwickelt er nebenbei im Nifty-Unterricht. Nifty steht für Networking for Teaching Entrepreneurship. Eine Organisation, die weltweit junge Unternehmerideen fördert. Alle werden am Ende einer externen Jury präsentiert. Wer überzeugt, darf später zum Landesentscheid. Diese Art von Erfolg kann natürlich nicht jeder Schüler haben, das ist ganz klar. Sie erleben auch in diesen Monaten einen Perspektivenwechsel, dass sie möglicherweise später nicht in einem Angestelltenverhältnis arbeiten möchten, sondern vielleicht als Unternehmer. Für den 16-Jährigen ist das jetzt schon klar. Er bekniet seine Eltern, ihn frühzeitig für geschäftsfähig erklären zu lassen. Sie sind beeindruckt und doch wenig überrascht. Dann war er gerade im Kindergarten, dann sollten die zu Weihnachten Wunschzettel schreiben. Und dann hat er gesagt, die Registrierkasse für Kaufmannsland. Da sagt er, ja, ich sag ja, die kostet das und das. Und da sagt er, mit Mehrwertsteuer oder ohne. Und da habe ich gedacht, wow, das wird ein spannender Weg mit Henning. Die Zentrale von Osna Live ist das Kinderzimmer. Von hier steuert Henning auch seine 5 freien Mitarbeiter. Finanziert wird das Ganze über Werbeeinnahmen. Seine Aufträge verteilt er, na klar, online. Einfach nur ein paar Schnittbilder, Interviews. Fürs Video. Moritz arbeitet von Beginn an für Henning. Wie alle Kollegen ist er älter als der Chef. Man merkt den Unterschied nicht. Also ich bin jetzt 21 Jahre alt und ich habe das Gefühl, mit jemandem, der sogar älter ist als ich, zu kommunizieren. Und ich habe seine Entwicklung miterlebt und bin unglaublich begeistert davon, was er aus sich gemacht hat. Und vor allen Dingen habe ich größten Respekt davon. Denn Henning hat es tatsächlich geschafft. Osna Live überzeugt nicht nur an der Schule, sondern weit über die Stadtgrenzen hinaus. Er gewinnt sogar den Bundesentscheid des Nifty-Wettbewerbs. Bei der Siegerehrung in Berlin, da dachte ich, okay, also unter den Top 3 werde ich mit Sicherheit nicht sein, weil man muss ja immer bedenken, es ist ein regionales Portal für eine Stadt. Und da habe ich niemals mit gerechnet, dass ich wirklich den ersten Platz mache und dann auch wirklich Deutschland in New York vertreten darf. Gemeinsam mit den erstplatzierten 14 weiterer Länder darf er nach New York reisen. Da durfte man dann sein Unternehmen präsentieren und es waren wirklich alle großen Firmen dabei. Facebook, Google, Apple, alle möglichen waren wirklich bei diesem Event dabei und es war wirklich eine extrem coole Erfahrung. Morgen heißt es aber erstmal wieder Schulbank drücken. Ab Sommer geht's dann aufs Wirtschaftsgymnasium. Die Praxis hat der Osna Live-Chef ja schon. Ja, tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung und dass er nach New York durfte. Prima Leistung, ne? Ja, tolle Geschichte. Haben Sie denn für ihn als Jungunternehmer, da Sie ja Unternehmen beraten oder auch Mächtige beraten, einen Tipp? Ich würde sagen, die wichtigste Voraussetzung erfüllt er schon. Er ist besessen. Diese Besessenheit muss man haben, denn das erfordert langfristig die Selbstständigkeit sehr viele Opfer. Da ist er schon auf einem sehr guten Weg. Und dann, was ich im Grunde genommen in meiner Recherche und meiner persönlichen Erfahrung festgestellt habe, all diese Menschen an der Spitze, die man so von unten betrachtet, haben eins gemeinsam. Sie sind zwar alle sehr intelligent und sehr fleißig, sie haben eine sehr gute Ausbildung, aber was den ultimativen Wettbewerbsvorteil ausmacht, sind eben die persönlichen Beziehungen. Und ich denke, da ist auch er auf einem sehr guten Weg, denn ohne Beziehungen kommt man nicht weiter. Stichwort Netzwerke wieder, ne? Was die vor allem die Männer, wie wir gelernt haben, ausmacht in New York und im Rest der Welt. Was steht dieses Jahr bei Ihnen noch an? Das Buch ist jetzt schon Spiegel-Bestseller und in Amerika, wie gesagt, Bestseller. Was liegt als nächstes bei Ihnen auf dem Tisch? Ja, eine erstaunliche Reaktion, die für mich erstaunlich kam. Das Buch ist ja auch durchaus, gegen Ende wird es sozialkritisch etwas, die Auswirkungen, die diese Superhubs auf unsere Gesellschaft haben. Aber was immer wieder auch passiert ist, ist, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, können Sie mir helfen mit dem Netzwerken? Wie kann ich mich besser positionieren? Auch Leute, die durchaus schon sehr erfolgreich sind oder erfolgreiche Leute, die mich gefragt haben, kannst du meine Kinder beraten?
Und deswegen schreibe ich jetzt auch in meinem zweiten Buch, es ist kein Selbsthilfebuch, aber es basiert ein bisschen auf der sich ändernden Arbeitswelt. Da finden ja sehr dramatische Veränderungen statt, aufgrund der Digitalisierung. Also es gibt viel mehr Leute, die selbstständig sind und so weiter. Und wie man sich da am besten positioniert und in dieser Hinsicht am besten netzwerkt. Also können wir auf jeden Fall noch mehr von Ihnen lernen. Vielen Dank, dass Sie Dankeschön hier sind. Für die Einladung. Kommen Sie dann gerne wieder. Und morgen kommen zwei, die sich offensichtlich gesucht und gefunden haben. Carlo von Tiedemann und Wiegald Boning, das NDR-Urgestein und das Unterhaltungs-Allround-Talent. Für den NDR checken Sie ab Anfang Juli die Kurorte des Nordens und verraten morgen schon, wer schon von beiden einen Kurschatten hat und wo das Moorbad am besten ist. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Bis morgen 18:45 Uhr bei DAS. Tschüss!